Grundrente, der neue Gesetzesentwurf ist da mit vielen Änderungen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 16. Januar 2020 kam der neue Gesetzesentwurf oder Referentenentwurf zur Grundrente. Er wurde veröffentlicht und zwar mit ganz, ganz vielen oder mit fulminanten Änderungen zu dem, was wir eigentlich aus dem Jahr 2019, am Ende des Jahres 2019 auch schon wussten. Also, was ist jetzt ganz neu? Erstens, die Grundrente gibt es schon ab 33 Jahre Wartezeit oder Grundrentenzeiten. Das ist also die erste Änderung. Es gibt also keine Kleidzone oder was da irgendwie geplant war, sondern es geht mit 33 Jahren los. So steht es in dem Gesetzesentwurf drin, und zwar mit dem Wort mindestens 33 Jahre Wartezeiten für die Grundrente. Das zweite, was sich geändert hat, ist die Berechnung der Grundrente. Da hat es mich also ehrlich gesagt wirklich schwer gewundert, dass der Gesetzgeber dort nochmal ganz massiv eingegriffen hat. Wir haben jetzt sozusagen drei unterschiedliche Rentenberechnungen für den Zuschlag zur Grundrente. Das ist also ganz was Neues. Und was wir auch haben, ist, dass die Einkommensanrechnung jetzt gesetzlich aufgeschrieben worden ist, fixiert worden ist, und es gibt einen neuen Paragraphen 97a im SGB 6, der dann spätestens zum 1. Januar 2021 dann Gesetzeskraft haben werden soll. Also fangen wir mal noch so grob an. Für wen soll denn die Grundrente eigentlich gelten? Grundsätzlich für alle diejenigen Versicherten, die ab dem 1. Januar 2021 eine Rente bekommen. Oder für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die schon seit 1992 eine Rente bekommen oder bis zum 31.12. diesen Jahres eine Rente in Anspruch nehmen. Und zum Schluss auch für die Rentnerinnen und Rentner, die vor 1992 eine Rente bekommen. Daran merken Sie schon, hier wird es dann richtig spannend und auch komplex, wie das alles geregelt wird. Und bei der Berechnung der Grundrentenzeiten oder bei der Berechnung der Grundrente wird jetzt auf drei unterschiedliche Tatbestände abgestellt. Erstens, alle die Leute, die mit 33 Jahren Grundrentenzeiten eine Rente bekommen. Alle die Versicherten, die mit 33 Jahren und weniger als 35 Jahre Grundrentenzeiten eine Grundrente bekommen, und alle die Leute oder alle die Versicherten, die dann mit 35 Jahren Grundrentenzeiten den Zuschlag für ihre Altersrente oder Erwerbsminderungsrente haben wollen. Bei dem letzteren Modell bleibt es tatsächlich so, wie es ist. Was ganz kurios ist, ist, dass auf den errechneten Grundrentenzuschlag gibt es ja einen Abschlag. Das hatten wir Ihnen ja letztes Jahr auch schon mitgeteilt in einem Video und auch mit einem Textbeitrag auf Rentenbescheid 24 mal dort dargestellt. Aber wenn jemand zum Beispiel im Jahr 2021 in die Rente geht und dort einen Abschlag bekommt auf seine Altersrente, dann bekommt er sozusagen diesen Abschlag nochmal zusätzlich auf den Grundrentenabschlag on top obendrauf. So sagt es das Gesetz. Das heißt also, das ist zwar jetzt nichts ganz was Neues, aber doch eine Erkenntnis aus dem neuen Grundrentenentwurf, den wir sozusagen hier in der Hand halten und den ich auch vor mir liegen habe. Also, ganz gespannt warten wir auf die Reaktion von den anderen Ministerien ab und was die Sozialverbände zu dieser ganzen Geschichte sagen werden. Ich kann nur so viel sagen, dass diese ganze Grundrentenberechnung für die Leute, die 33 Jahre Grundrentenzeiten haben oder dazwischen 33 und 35 Jahre, dass das ganz erschreckend ist, was ich dort an Ergebnissen schon selber auch berechnet habe, was die Leute an Zuschlägen dort bekommen können, maximal. Es wird zwar so gesagt, ja, dass man halt eben viele Rentnerinnen und Rentner erreichen möchte, aber der Grundrentenzuschlag als solcher für diese beiden Personengruppen wird wohl in der Masse erschreckend niedrig ausfallen. Da fahren die Leute dann tatsächlich besser, wenn sie auch noch einen entsprechenden Freibetrag in der Grundsicherung für das Alter und Erwerbsminderungsrente haben werden.
Näheres zum Thema neue Grundrente, Grundrentenentwurf finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.